Ausbruch oder Top-Bildung im DAX? Das ist die Frage, die sich in der neuen Handelswoche stellt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben den DAX und den Euro-Dollar. Am Freitag ja vergleichsweise ruhige Märkte. Jetzt das Referendum in der Ukraine. Bisher noch keine Unruhen. Das stützt den Markt. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten gemacht haben. Nikkei minus 0,35% im Minus. Aber in China geht es nach oben. Hier der Hang Seng 1,96 und in Shanghai geht sogar 2,07% nach oben. Die Märkte in China haben gedreht, nachdem am Freitag ja die Regierung beschlossen hatte, in China den Zufluss an die Kapitalmärkte, ausländischen Kapitals an die Kapitalmärkte in China etwas zu erleichtern. Das hat man nach einigem Nachdenken dann positiv interpretiert. In Australien geht es 0,25% nach unten. Heute, was haben wir auf der Agenda an Terminen? Nichts, niente, nada. Da ist einfach gar nichts. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder einen vergleichsweise ruhigen Tag heute an den Märkten erleben werden. Gleichwohl ist das, was zu vermelden ist, wieder für Sie abrufbar unter der Seite finanzmarktwelt.de. Schauen wir mal an, wie der DAX jetzt in die neue Woche gestartet ist. Wir sind jetzt an der 9600er Marke, haben ein paar Pünktchen drüber gestartet mit dem DAX Future. Jetzt ist die entscheidende Frage, geht es hier drüber, über diese Zone 9615 bis 9625, das ist die entscheidende Zone. Wird ein bisschen darauf ankommen, ob heute in der Ukraine wieder Unruhen zu vermelden sind oder nicht. Wenn nein, könnte der DAX mithilfe der US-Amerikaner den Sprung schaffen, die ja ein bisschen noch nach oben gedreht sind am Freitag mit Erholung der Tech-Werte. Auf der Unterseite, da könnte man eine leichte Unterstützung bei 9570 hier vielleicht, 9560 hier annehmen, aber es ist nach wie vor die alte Sideways-Range, letztendlich zwischen 9400 und 9625. Das könnte auch noch eine Zeit so bleiben. Schauen wir uns mal den Euro an, der ja so gelitten hat am Donnerstag unter Mario Draghi und seiner Aussage, ja, auf der nächsten Sitzung wären wir bereit, etwas zu tun. Das hängt natürlich wie ein Damoklesschwert über dem Euro, aber es ist lange nicht ausgemacht, dass wirklich etwas passieren wird auf der nächsten Sitzung der EZB. Deswegen könnte sich der Euro jetzt vielleicht mal erholen, nachdem wir hier die 1,3746 hier getestet hatten. Das war schon mal ein Niveau, das wir hier vor einigen Wochen getestet hatten. Die Frage ist, da ist es denn auch? Ja, wunderbar, hier sehen wir es. Kaum wartet man 3 Stunden schon, funktioniert der Monitor. Jetzt schauen wir uns mal an, ob hier eben weitere Kursgewinne möglich sind. Der nächste Widerstand für den Euro jetzt bei 1,3790. Negativ natürlich das Unterschreiten der 1,3746,50er Zone. Das wäre schlecht, dann weitere Kursabgaben bis in den Bereich 1,37. Schauen wir mal, heute Abend im Marktflüster dazu wieder mehr. Bis dahin erstmal einen hoffentlich nicht allzu regenreichen Tag. Hier in Hamburg ist absolutes Schietwetter. Bis dann, ciao. We'll be right back.